Guten Morgen! Ihr wisst ja alle, ich will die Welt ein Stück besser machen. Das bedeutet natürlich auch, dass ich die Welt verändern will. Und viele schalten beim Hören dieses Satzes schon komplett ab. Warum? Weil sie sich nicht vorstellen können, dass sie oder dass ein Mensch generell die Welt ändern kann. Weil sie überzeugt sind, dass die Machthabenden alles steuern und nur das Geld wirklich die Fähigkeit hat, die Welt zu verändern. Aber schaut euch doch mal die Geschichte an. Wie oft wurden Kaiser und Könige geköpft und ganze Regierungen vom Volk gestürzt? Das Volk hat die Macht, die Menschen haben die Macht, nicht irgendwelche Firmen oder Geheimbünde. Auch wenn dann diese ängstlichen Menschen dann argumentieren, dass zum Beispiel der Geheimbund das Volk oder die Firmen, dass das Volk infiltriert hat und dazu gebracht hat, überhaupt eine Revolution auszuführen. Aber diese Thesen wird man in der Argumentation nie widerlegen können, weil sie einfach irgendwo im Dunkel des Geistes entsprechender Menschen zurecht geformt wurden. Und man muss sie auch nicht entkräften. Man sollte die Angst und die Furcht entsprechender Menschen respektieren und nicht versuchen, dagegen irgendeiner Weise zu argumentieren. Generell bei Ängsten, egal wie sinnlos sie sind, wie zum Beispiel auch bei der Angst vor Spinnen, bei uns in Deutschland wohlgemerkt. Ja, einfach akzeptieren und dankbar sein, dass man selber gesund im Kopf ist und nicht unter Ängsten leidet. Jedenfalls, wie kann man denn nun die Welt als einzelner Mensch ändern? Viele denken bei Änderungen dann immer direkt an, ja, an die großen Instrumentarien der Politik oder der Wirtschaft, des Geldes. Aber beides ist immer abhängig vom Volk und dessen grundsätzlicher Struktur. Natürlich versucht insbesondere die Wirtschaft durch Marketing und auch durch mediale Beeinflussung die Struktur der gesellschaftlichen Werte zu beeinflussen, und bis zu einem gewissen Maß gelingt ihr das auch. Aber entscheidend für die gesellschaftliche Grundstruktur ist das kollektive Bewusstsein. Aus ihr entsteht das Bedürfnis, besser zu sein als die Generation vorher. Das Bewusstsein, das will sich ständig entwickeln, es strebt nach Verbesserung und einen wie auch immer gearteten richtig. Die Ansätze sind oft verschieden und häufig durchaus experimentell, aber umso mehr Erfahrungen die Menschen mit ihren verschiedenen Ansätzen des Bewusstseins gemacht haben im Laufe der Zeit, umso mehr lernen sie auch daraus. Sie lernen nicht immer genau das, was man annehmen könnte, was sie lernen, aber sie lernen. Schaut euch an, ja, wie zum Beispiel diese sukzessive eigentlich das willkürliche Töten von Menschen, die eine andere Meinung haben, über die Jahrtausende nun fast komplett aus dem kollektiven Bewusstsein rausgeschmissen wurde, beziehungsweise es als sehr negativ betrachtet wird. Es gehört sich einfach nicht mehr, ja, andere Menschen aufgrund einer Meinungsverschiedenheit zu töten. Das ist absoluter Standard im Geist der Masse geworden. Das kollektive Bewusstsein hat sich entwickelt. Wir können empirisch feststellen, dass wir wirklich immer toleranter geworden sind. Natürlich wird immer noch getötet, aber im Bewusstsein der Masse der Menschen ist dies einfach falsch geworden. Und es gibt auch eine lineare Entwicklung, die man wirklich so bezeichnen kann, zu immer mehr Toleranz. Wie kannst du nun das unterstützen, diesen Trend nach mehr Toleranz? Das habe ich mich gefragt. Wie kann ich die Welt verändern? Wenn du etwas änderst, dann hat das einen Einfluss auf andere Menschen. Und dann werden die sich ändern. Und dann werden sich diese auch im Hinblick auf andere Menschen wieder ändern und anders darstellen, da sie sich ja durch dich geändert haben. Nicht immer ist diese Änderung komplett abschätzbar und man weiß auch nicht, in welche Richtung diese Änderung manchmal geht. Aber wenn du dich änderst, änderst du letztlich immer wieder die gesamte Welt. Jede große Firma und jeder Mensch, den es auf dieser Welt gibt, der wird zu 100% irgendwann die Konsequenzen deiner Änderung spüren. Der Begriff, da diesem Phänomen zugrunde liegt, dass das in der Tat so ist und von den Physikern auch gestützt ist, nennt man den Schmetterlingseffekt, der ausgehend von einem Vortrag von Edward N. Lorenz, als er zeigte, dass der Flügelschlag einer Möwe einen Tornado auslösen kann, eingeführt wurde. Und diese Veränderung, die wir an uns herbeiführen müssen, um die anderen Menschen zu ändern oder die Welt zu ändern, die müssen nicht einmal bewusst initiiert werden. Das heißt, genau wie die Möwe einfach nur mit den Flügeln geschlagen hat, laufen wir einfach nur die Straße entlang und treten zum Beispiel den Käfer tot. Daraus ändert sich die komplette Energie eines jeden Menschen auf der Welt. Da der Käfer eine bestimmte Aktion nicht mehr ausführen könnte oder kann, die wiederum ja auch wieder eine Änderung nach sich zieht, in irgendeiner Form der Energie. Und
Während man gewisse Dinge sicher wissenschaftlich nachvollziehen kann in diesen Folgereaktionen, gibt es dank der Energetik und der Existenz dieser vielen noch nicht erschlossenen Energien, die wir vielleicht teilweise wahrnehmen, aber noch nicht abschätzen können oder messen können, kommt es eben dazu, dass wir eben so eine wahnsinnige Wirkung auf alles haben. Wir bestehen nun ja physikalisch auch bestätigt zu 99,9% aus Energie, die wirklich in ständiger Wechselwirkung mit anderen Energien steht. Das hilft eventuell dem einen oder anderen meinen Gedanken auch zu folgen. Vielleicht jemand, der jetzt nicht ganz so spirituell unterwegs ist, sondern der eben eher aus der wissenschaftlichen Seite kommt, von der Physik. Wenn wir uns entscheiden, heute auf einer anderen Runde wie sonst joggen zu gehen und irgendwann anfangen zu schwitzen, weil da ist ein Berg, der normale unsere Runde nicht da ist, und unsere Körpertemperatur erhöht sich und wir dünsten warme Luft aus, dann kann diese warme Luft bei einem Insekt eine Verhaltensänderung herbeiführen und das Insekt fliegt dann plötzlich auf einem anderen Weg, wie es eigentlich nicht fliegen wollte, und landet dann dabei auf einer Scheibe von einem Auto, wo der Fahrer auch nur eine Sekunde nicht aufpasst, weil er das tote Insekt auf der Scheibe anschaut und einen Unfall baut, wo der Sohn eines Königs aus Afrika ums Leben kommt, der in der Limousine auf der Gegenfahrbahn unterwegs war. Darauf der König in Afrika eine Verschwörung annimmt. Wie wir wissen, können wir ja immer eine Verschwörung annehmen, da keiner das Gegenteil beweisen kann. Daraufhin dann den Deutschen den Krieg erklärt und tausende Selbstmordattentäter nach Deutschland schickt. Aufgrund der massiven Selbstmordattentäter bittet Deutschland dann um Hilfe bei Russland, weil die aktuelle machthabende Partei in Deutschland wieder die Freundschaft mit den Russen hergestellt hat. Und während Russland hilft, fühlt sich Amerika angepisst und startet ein neues Atomwaffenprogramm, weil es Angst vor Europa bekommt, vor einem neuen Warmkrieg dann quasi. Und Nordkorea, kriegt das natürlich alles mit und denkt, oh, jetzt ist die Zeit gekommen, dass Südkorea und USA jetzt uns angreifen wollen, und führen präventiv einen Erstschlag aus, und es beginnt ein neuer atomarer Weltkrieg, der nach 2 Monaten das Ende des menschlichen Lebens auf der Erde die Folge hat. Und alles nur, weil ihr gerade heute mal auf einer anderen Runde gejoggt seid. Natürlich ist das weit hergeholt, aber es ist möglich, ne? Und das wäre was für uns nachvollziehbar ist. Aber es gibt so viel, was für uns nicht nachvollziehbar ist. Und es muss ja noch nicht immer auch das Ende der Welt bedeuten. Aber egal was ihr tut, macht euch das bewusst. Absolut egal was ihr tut. Ihr verändert täglich die Welt. Jede Handlung, die ihr macht, hat eine Bedeutung. Sogar die Handlungen, die ihr nicht macht, haben eine Bedeutung, die ihr vielleicht sonst gemacht hättet. Also hört auf, euch hinzustellen und zu sagen, ich habe keine Bedeutung. Ich bin unwichtig. Und es ist total egal, was ich mache. Es kommt nicht immer darauf an, ob ihr erkennt, was euer Handeln auslöst, aber es ist wichtig, dass ihr wisst, dass alles eine Bedeutung bzw. etwas wissenschaftlicher ausgedrückt eine Konsequenz hat, und davon ausgehend, wissend, dass euer Handeln täglich die komplette Welt verändert, könnt ihr anfangen, die Konsequenzen so zu gestalten, dass sie wahrscheinlich gut sind. Natürlich müssen sie nicht immer gut sein. Die Erfindung der Atombombe hat auch mit einem guten Gedanken angefangen. Aber zumindest erhöht ihr die Chance, etwas Gutes zu tun, wenn ihr euer Handeln reflektiert, bewusst reflektiert und auch versucht abzuschätzen, welche Auswirkungen dieses haben könnte. Und wie wir gezeigt haben, strebt das Bewusstsein empirisch betrachtet nach einer toleranteren Welt. Und wenn ich in diese Richtung agiere und handle, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Trend sozusagen damit auch unterstütze, wahrscheinlich höher als 50%, wenn ich, sag mal, sonst keine Zusammenhänge kenne. Daher, wenn ich sage, ich will die Welt positiv verändern, indem ich das Bewusstsein, was sich schon über Jahrtausende in eine tolerante Richtung entwickelt unterstützen möchte, dann ist dies durchaus realistisch. Und du kannst das auch. Du veränderst die Welt täglich. Warum nicht einmal Gedanken machen, wie du sie gerne verändern möchtest? Du änderst sie ja sowieso. Und such dir einen Trend, der aus der Geschichte der Menschen ableitbar ist. Und wenn du dann mit deinen Handlungen diesen unterstützt, dann kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit eben davon ausgehen, dass du diesen Trend auch verstärkst, dass du die Welt änderst. Egal wie klein diese Handlungen von dir ausgehend sind. Aber du änderst die Welt. Und zwar so, wie du sie möchtest.
Wissen kann man das natürlich nie, aber darum geht es auch nicht. Wir können nicht wissen, aber wir können das Beste tun und wenn viele in eine Richtung handeln, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, den zugrunde liegenden Trend auch zu unterstützen. Ihr müsst euch nicht einreden, irgendwie wichtig zu sein. Ihr seid wichtig, elementar. Ihr ändert täglich die Welt. Versucht das wirklich einfach dann mal zu verstehen, zu realisieren und das dann eben auch in gute Bahnen zu lenken und einen für euch positiven gesellschaftlichen Trend zu unterstützen. Das ist meine Message heute an euch. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, Euer Christian. Tschüssi.